Du hast hier keine Taschenlampe, bis jetzt gar nichts. Ja, von hier kamen wir ja. Da ist doch eine Lampe. Guck mal, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich muss auch erstmal lesen, was hier steht. So, und damit herzlich willkommen zu Golgotha, meine Freunde. Das ist es. Das Game wurde uns mal wieder vom lieben Henry in den Stream reingeballert. Wir sollten uns das mal angucken, beziehungsweise sollten das mal spielen. Beziehungsweise hat er für 12.000 Kanalpunkte eingelöst, dass dieses Game absolut empfehlenswert ist zu spielen. Und das tun wir jetzt auch. Es geht ungefähr eine halbe Stunde oder soll eine halbe Stunde gehen. Ich glaube, ich brauche in sowas eine Stunde. Keine Ahnung. Bin aber sowas ein bisschen lost. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Game, meine Freunde. Let's go! Play new game. Ich bin auch gespannt. Also, ich bin auch gespannt. Keine Ahnung, was der Henry da rausgesucht hat. Soll aber mega brutal werden. Aus wie so ein U-Bahn-Simulator hier. In 1942, Blackwater Station was overcome by a toxic and poisonous fog that killed thousands of people as they slept in the tunnels and platforms of the station to escape the war. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, weil ich einfach überhaupt nicht Englisch gut reden kann. In 2003, the station was officially reopened to the public, but after several freak accidents and unexplained deaths, it was once again closed for good. It has been abandoned, keine Ahnung, was das heißen soll, and undisturbed for over 20 years. Until now. Hat sich jetzt aufgehangen oder was? Ach, nee. Und dann würde ich sagen, let's go, Abfahrt in dieses brachiale Game. So, wo sind wir hier? Wir sind hier gespawnt. Alter, Maus-Sensitivity. Okay, let's go, okay. Also Maus-Sensitivity ist schon richtig heftig. Das müssen wir erstmal einstellen. Das geht gar nicht. Machen wir auf 1. Perfekt. Apply. Das ist viel zu schnell. Wer soll das denn spielen? Heilige Scheiße. So, okay. Also soundmäßig schon mal richtig, richtig gut eigentlich. Von der Geräuschkulisse her hört sich das schon ganz gut an. Wo müssen wir denn hier hin? So, hier ist ein Telefon. Da können wir aber nichts mitmachen. Ne? Ne. Okay, man kann sogar sprinten. Das ist ganz geil. Können wir hier rein? Open. Jawohl. Ja, bringt nichts, weil es komplett dunkel ist. Da brauchen wir gar nicht reingehen. So, gehen wir mal hier weiter zu diesen Automaten. Vielleicht können wir uns da ein Zugticket ziehen. Oder nicht? Man leaps in front of train. Da hat sich einer umgebracht. Alter Schwede, das ist ja komplett geistes. Put away, read, rotate. Rotiere es doch. Es rotiert einfach nicht. Perfekt. Es rotiert nicht. Perfekt. Lady stabbed to death in station. Oh, da wurde eine totgetrampelt. Auch nicht gut. Okay, also hier geht's anscheinend richtig ab in dieser U-Bahn-Station hier. Wir rennen einmal ein bisschen. Oh, Game wird lauter. Game wird lauter. Push bar for emergency exit, alarm will sound. Okay, rein. Hä? Passiert einfach nichts, auch nicht schlecht. Hier können wir nicht runter. Ich glaube, wir müssen einfach ganz erstmal durchlaufen. Mehr macht ja hier gerade nicht wirklich Sinn. Boah, ist das unheimlich. Junge, man sieht halt einfach gar nichts mehr. Es ist so komplett nebelig hier. Wenn ich jetzt schon erschreckt werde, wäre schon scheiße. Hä? Da ist was. Da geht's weiter runter. Nice. Endlich. Okay, also an sich bis jetzt, bis hierhin, noch alles locker flockig. Alles noch ganz easy. Mal eben kratzen. So, was passiert hier? Es wird alles dunkel. Ja, für mich ist das so richtig scheiße. Für euch natürlich mega nice, wenn ich mich hier wieder erschrecke. Aber hier ist ja nichts. Einfach laufen. Wir laufen einfach mal geradeaus. Hier geht's aber nicht weiter. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter, weil ich hier irgendwie stacke. Ich laufe mal rückwärts. Ne, hier passiert nichts. Also hier kann ich nichts machen. Hier geht's schon mal nicht weiter. Also gehen wir wieder hoch. Muss ich wahrscheinlich irgendwas hier oben übersehen haben. Maybe müssen wir irgendwas... Toll. Falsche Rolltreppe hochgelaufen. Gehen wir hier hoch. So, gehen wir halt nochmal zurück. Weil wir müssen wahrscheinlich irgendwas übersehen haben. Wahrscheinlich müssen wir auch irgendwo Strom oder so einen Kack anmachen. Aber man sieht hier auch nichts, ne? Das ist hier the problem. Also ich würde hier auch nicht gerne sein, ganz ehrlich. Wenn ich hier so allein in so einer U-Bahn-Station rumlaufen müsste, wäre einfach für mich der Horror. Gut, dass wir das nicht müssen. Beziehungsweise gut, dass ich das hier spielen muss. Beziehungsweise nur spielen muss und ich in echt da bin. Da müssen wir hier runter. Ne, können wir auch nicht, ne? Gehen wir nochmal raus. Vielleicht habe ich irgendwas hier übersehen. Maybe. Aber hier ist ja nichts. Müssen wir hier runter irgendwo? Ne. Gehen wir nochmal komplett zurück. Vielleicht muss ich hier auch noch irgendwas aufheben. Vielleicht kriege ich hier irgendwo noch eine Taschenlampe oder so einen Scheiß. Ja, übersehen kann man wirklich schnell, weil man sieht hier wirklich nichts, ne? Also, du hast hier keine Taschenlampe, bis jetzt gar nichts. Ja, von hier kamen wir ja. Da ist doch eine Lampe. Guck mal, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich muss auch erstmal lesen, was hier steht. Explore the station and find the exit. Press Tab for Inventory. Press 1 to equip Lantern. Press Escape to Pause Menu. Junge, sag mir das doch mal einer vorher. Und ich renne hier durch und will das Game schon lösen. Take. Schnauze, Siri. So, ja, 1, Laterne. Ach, guck mal, jetzt haben wir auch Licht.
Das ist eine Lampe. Ja, hier ist die Lampe. Supi. Hätte ich vielleicht mal drei Minuten vorher gebrauchen können, die Lampe, bevor ich hier versuche. Warum kann ich nicht aufs Herrenklo? So, also können wir nur aufs Frauenklo. Ja, wir können nur aufs Frauenklo. Gehen wir hier mal drauf, gucken mal, was hier so abgeht. Hallo, können wir hier rein? Nee, können wir auch nicht mal rein. Können wir hier was machen? Können wir auch nichts machen? Nein, ne? Nein, hier geht auch nichts. Da ist eine Notiz. We understand that you are aware of what happened on Thursday evening. Everybody here at Blackwater Station. All immensely devastated after hearing the news on what happened to our beloved friend and colleague Bobby Fletcher. Bobby Fletcher, müssen wir uns den Namen merken, falls wieder ein Quiz kommt. We know that we are good friends, Mr. Fletcher, and we cannot imagine the emotions you are feeling right now. The management team are willing to offer your time for grieving and necessary and time to reflect away from the work environment. If required, please don't hesitate and come back to speak us. Ja, wunderbar. Bringt mir gar nichts gerade. Put away. So, okay, ich habe nichts verstanden, aber ist auch gar nicht schlimm. Hallo? Einer geklopft, Alter, wie asozial. Warum klopfen die hier? Kann hier aber nicht interagieren, okay. Dann lassen wir das sein. Kann ich jetzt mal ins Herrenklo reingehen? Vielleicht geht hier auch noch die Party. Nee. Vielleicht bringt das irgendwas, wenn wir uns das Schienennetz angucken? Das kann man leider gar nicht erkennen. Nice, wir haben auf jeden Fall eine Lampe. Das ist schon mal wichtig. Jetzt kann man auch hier rein. Nice. So, was haben wir denn hier so Schönes? Hier kann man nichts machen. Hier können wir reingehen. Nice. So. Boah, Bruder. Alles ist kack. Alter Schwede. Schon ein bisschen gruselig jetzt. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Was geht hier? Oder mach nicht diesen. Okay, hier kommen wir auch nicht rein. Gehen wir weiter geradeaus. Oh, ich habe echt Schiss jetzt gerade, ne? Dass hier gleich irgendwas mich übelst anspringt oder so. Ah, da kann man was machen. Guck mal. Also ich habe auch richtig Schiss gerade, ne? Also wirklich. Alter Schwede. Wir gehen mal jetzt hier in eine Security rein. Keycard. Access denied. Open. It's locked. You need a security card. Da gibt's Baba-Loot. Yo, ey, Tatsache. Müssen wir, glaube ich, mal hier rein. Aber wir haben keine Keycard. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Oh, es geht hier ab. Aha. 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 Das war mal eine sehr angesehene Zugstation. Wenn ich das mal so sage. Was ist das denn für eine gestellte Scheiße? Ja, hübsche Bilder. Es gab Arbeit. Leute haben da geschlafen in der Zugstation. Es wurde geputzt, gewerkelt. Das ist wieder ein bisschen verstörend. Easy Gameplay. Kann man den Kühlschrank hier benutzen? Nein, nein. Nein, hier geht auch nichts. Kann man hier was aufnehmen? Nope. Okay, also hier ist auch wieder nichts. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, wir waren hier drin. Ich glaube, da ist auch der Exit hinterher. Security Room. Da müssen wir hinterher rein. Wir gehen jetzt wieder zurück, weil hier geht gerade nichts mehr. Können wir ein bisschen sprinten. Geht's ein bisschen schneller, maybe. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das haben wir uns gerade schon angeguckt. Bro, verpisst euch. So, wir müssen erst ein bisschen zurücklehnen hier, weil wenn ich da gleich so nah in dem Bildschirm drin hänge, dann kann es sein, dass ich vielleicht irgendwas kaputt boxe gleich. Hier ist auch eine Kommandozentrale. Kommen wir hier rein? Scheißen Dreck. Natürlich nicht. Wäre natürlich jetzt auch geil gewesen, da reinzukommen. Hier ist ein Subway Map. Gut, dass man da nicht drauf erkennen kann, wo wir stehen. Schade. Ja, gehen wir mal wieder hier rein. Jetzt haben wir mal die Lampe mitgenommen. Lidder Stops hier. Okay, da geht auch nichts, ne? Okay, also wir waren jetzt überall, wo wir hätten hingehen können. Hier hinten rum bringt es, glaube ich, nichts, ne? Da ist nämlich gar nichts. Gar nichts. Ne, dann gehen wir nochmal darunter. Kannst du Zeitung ziehen? Wichtig und richtig. Hä? Mach die Lampe wieder an. Macht der einfach aus. Jetzt sehen wir auch ein bisschen was hier. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen auf den Boden achten. Halt einfach so Drogen hier auf dem Boden. Vielleicht liegt auch irgendeine Keycard auf dem Boden oder so. Könnte natürlich auch gut möglich sein. So, gehen wir mal hier zap, 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 zarab runter. Und jetzt haben wir wenigstens auch ein bisschen Licht und können mal gucken, was hier um die Ecke geht. Aha! Guck mal, weil gerade kamen wir ja hier nicht weiter. Jetzt sind wir schon mal an dem Punkt angekommen, dass wir hier um eine Ecke gehen können. Und ein bisschen gucken können, was hier abgeht. Was ist das hier? Fire Department. Okay, das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, wir müssen All Trains. Wir müssen ein bisschen runtergehen. Vielleicht müssen wir auf Gleis 9 3 Viertel. Ah, ja. Guck mal, jetzt sind wir doch hier in der U-Bahn. Boah, überall Geisterorbs, ne? Holy shit. Also hier wird es jetzt richtig gruselig, meine Freunde. Wir gehen mal in den Zug hier rein. Boah! Alter, verpiss dich, ey. Hier war irgendwas. Da ist doch eine Keycard. Guck mal. Wir found a security card. Alter, wie gut. Game schon gelöst. Wir haben das Game schon durch. Gar kein Problem. Wir können jetzt easy in den Security Room gehen. Locker flockig weg. Haben das Game durch. Ganz einfache Kiste. Alter, hier passiert irgendwas gleich, ne? Junge, halt die Schnauze, bitte. Ruhig dich mal, ey. Alter. Was geht denn hier vor sich? Hilfe!
It locked, you need the key to open it. Ja, wunderbar. Voll dich erschrocken hast, oder habe ich es nicht gesehen? Also ich habe nichts gesehen, ich habe nur was gehört. Anscheinend ist einer auf mich zugelaufen und hat irgendwas geschrien oder so, keine Ahnung. Aber da war nichts. Schon mysterious hier. Also von den Sounds her muss ich sagen, das war das Finanzamt hundertprozentig. Also von den Sounds her ist das Spiel bis jetzt echt nice. Das kann man nicht anders sagen. So, jetzt müssen wir den ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen, weil wir ja jetzt die Keykarte in die Security Room stecken müssen. Meint der Pika ist gerade einfach hier Avada Kedavra Kurve reinzuhauen, ey. Junge, da bin ich erschrocken. So, gucken wir uns den Bums hier mal an. Wir können auch sprinten. Warum sprinte ich eigentlich nicht? Ist ja komplett lost. Anscheinend passiert ja hier eh nichts. Gehen wir mal den ganzen Way zurück. Boah! Junge, Alter, mach das scheiß Telefon. Kann man da dran gehen vielleicht? Junge, ey. Das war nicht lustig. Das war alles andere als lustig. Scheiße. Bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Danke. Junge, Junge, Junge. Es ist so dunkel hier überall. So, ab den Loot holen. Security-Karte. Rein. Open the door, please. Let's go. Was geht hier ab? Können wir den Fernseher anmachen? Da steht wer. Ein Kind. Ich hasse Kinder, Mann, in Horror-Games. Oh, nee. Ey, bitte nicht. Nee, Mann, ich will das nicht. Mach weg das Kind. Einfach weg, Mann. Wollen wir nicht angucken. Junge, Sounds, Mann, ne? Jo, jetzt habe ich den Security Room gefunden und hier ist einfach nichts, was mich weiterbringt, so, ne? Rail. Da ist. Ach, das sind Geister auf den Bildern. Lol. Zieht's euch rein. Geister auf den Bildern. Erscheinung. Nein. Nein. Nee, Alter, komm schon. Och, nee. Bitte nicht. Aber irgendwas muss doch hier noch sein. Schlüssel oder so ein Kack. Okay, wir müssen also, das sieht mir aus wie unten die Bahn. Wir müssen wieder unten zur Bahn laufen. Warum? Hat ja gar keinen Sinn. War ich doch gerade erst. Ja, dann tun wir das halt, ne? Wenn das vom Spiel so gewünscht ist. Bruder, was passiert hier? Die Tür ist aufgegangen. Schaut's euch an, die Tür ist einfach aufgegangen. Alter Schwede. Ah! Alter Schwede. Macht es nicht nochmal mit mir. You don't belong here. Ja, ich muss hier aber leider sein, weil ich leider gezwungen wurde, dieses Spiel zu spielen. Hier geht nix. Ist eine Map. Forgive me, Gillian. Some people are not cut out for the life they are given. I'll make sure to come back. Please don't hate me. I'll give our love to Juliet when I see her. Oh, perfekt, Juliet. Bitte spiel das zu Ende. Das ist ja so nice. Okay, wir spielen das zu Ende. Alter, nee, ich mach doch jetzt nicht die Vorhänge hier auf. Ihr habt's ja wohl nicht mehr alle. Na, ey, geh. Oh, ein Glück war da nichts. Da ist ein Schlüssel. Nice. Wenn der Geist mich jetzt erschreckt, dann gehe ich nach Hause. Found a steel key. Nice. Okay. Alles noch easy. Alles noch locker flockig. Alles noch in bester Buddha. So, wir haben den Key. Das heißt, wir müssen jetzt runter. Das heißt, wir müssen jetzt runter. Okay. Wir müssen runter. Boah, ich habe so Gänsehaut, Mann. Da ist eine Person! Oh, heilige Scheiße. Hier ist aber gerade einer runtergelaufen. Wie kam die da durch? Asozial. Ey, ich bin so in dem Game drin gerade. Ich bin mich so am Konzentrieren. Ich glaube auch, dass das der Geist war. Heilige Scheiße. Ich frage mich, wie manche Leute das Spiel innerhalb von 20 Minuten durchspielen oder in 30. Ich bin jetzt schon 30 dabei und hab noch nichts geschafft. Mal eben Nase jucken hier. Boah, ich hab so einen Schiss hier, ne? Stell dir wirklich mal vor, du läufst wirklich nachts alleine durch so eine komische Station hier. Ich würde mich so hart einkacken. Oh nein. Was ist passiert? Final. Oh! Lauf! Renn, Junge! Umdrehen! Renn! Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Ich muss mich hier auf den NPC vertrauen. Renn! Alter Schwede, wurde einfach runtergeschubst von so einer alten Frau. Komplett einer am Helm. Kommt die? Ne, Glück gehabt. Gut, wir sind erstmal wieder safe. Für 2 Minuten. Oi! Der Zug ist abgefahren, scheiße. Ah! Hey! Er hat sich einfach das Leben genommen. Er hat sich einfach das Leben genommen. Geisteskrank. Don't listen to them. Come find us. We are waiting. Okay, ich will... Komm, rein. Alter, er hat sich einfach das Leben genommen. Komplett heftig. Alter Schwede. So. Mhm.
Sehr gut. Strongman. Das Walkie-Talkie kann bestimmt was. Okay. Wir sollen da nicht runtergehen, aber wir sind ja tapfere Leute. Wir gehen da runter. Let's go. Hallo. Marcel Davis. So, jetzt sind wir hier in irgendeiner heftigen Untergrundkanalisation aller Ratten überall. Was geht hier vor sich? Space. So, das war ja easy. Das als Lost Place wäre wahrscheinlich richtig nice. Da würde ich mir aber wirklich in Real Life in die Hosen scheißen. Pikas, wann hier Kanalisation Lost Place? Sag mal an. Boah, ey, alter Schwede, ey. Junge, Junge, Junge. Da ist er wieder! Das Mal hat's einen Besen in der Hand. Gleich werden wir verprügelt mit dem Besen. Du hättest sogar ein Lost Place in der Kanalisation. Boah, geil. Lass treffen, wir gehen da rein. Aber nur mit Gummistiefeln. So, gucken wir mal hier. Also von rechts, da kamen die gerade raus. Wir müssen ja jetzt nicht da. Das andere macht ja hier wieder gar keinen Sinn. Oh nee, das ist wieder so mega dunkel. Du siehst wieder gar nichts hier. Es passiert doch gleich wieder irgendeine Scheiße hier. Kannst du mir noch nicht erzählen. Da liegt doch wieder einer. Den hat es ein bisschen zerfetzt hier unten. Da liegt der nächste. Hat es auch ein bisschen zerfetzt. Da liegt wieder einer. Junge, Junge, Junge. I'm swinging in the rain. Oh Mann, das ist echt mega gruselig. Wie lang ist denn dieser Tunnel hier? Nein, keine Babyschreie. Nein, nein, hör auf. Hör auf. Ach du Kacke, ach du Scheiße. Ich will hier nicht hin, ich will hier gar nicht rein. Ach du Scheiße, ey. Massengrab hier, ey. Macht es aus! Einfach goldene Skelette, ey. Yo. Die sind mit der Zeit hier einfach zu Gold oxidiert. Holy shit. Oh, ey. Jetzt ist das gruselig, Mann. Da ist irgendwas. Irgendwas blinkt hier. Okay, ist das das Licht? Ha! Oh, damn. Boy, Alter. Alter, hör doch auf. Junge, ist das hier Kanalarbeiter-Simulator oder was? Läuft ihr einfach 30 Jahre durch so einen Kanal? Okay. Aber ich glaube mal, wir sind gleich raus. Hoffe ich. Ach, da hinten. Da sehen wir doch. Da sehen doch meine müden Augen was. Nee. Cutscene. Oh, du Scheiße! Junge, lauf! Renn, Junge! Renn zur Leiter! Let's fetz! Gib alles! Und hoch da! Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Hoch! Nein, nicht umdrehen, nein! Dreh dich nicht um. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Einfach weiter hoch. Nein, das ist eine Falle. Jetzt siehst du? Hoch. Hopp. Ach, das war's. A game by Craig Lawrence. Danke, Craig Lawrence, für dieses Game. Thank you for playing. Thank you for entwickling dieses Game. Ja, kurz und knackig, wie ich es gesagt hatte. Also ich sagte ja, eine halbe Stunde ist das Game durch. Wir haben jetzt 35 Minuten gebraucht, genau. Alter Schwede, wir sind eigentlich schnell durch. 35 Minuten, kurzes, knackiges Game, war in Ordnung. Hab mich an manchen Stellen echt ein bisschen erschrocken. Dafür, dass es kostenlos ist, völlig okay. Kann man auf jeden Fall zocken. Nice. Ja, das war Golgatha. Hat's euch gefallen? Hat's euch nicht gefallen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Easy Game. Quitt.